Ein Tag wie jeder andere. Der moderne Mensch ist ein Teilzeitarbeiter. Er gibt sich allem nur zum Teil hin. Er hat nie Zeit, er arbeitet nicht. 7.04 Uhr. Wenn der moderne Mensch morgens aufwacht, schaut er in ein buntes Grau. Er schleppt sich mit letzter Kraft unter die Dusche und rattert, noch gedankenlos, weil müde, schon einmal seinen vollgestopften Tag durch. Durch seine Krankheit iPhone spürt er schon jetzt die Einsamkeit und sendet dagegen eine SMS an jemanden aus seiner maßlos überfüllten Kontaktliste, den er nicht kennt. Das Allheilmittel des modernen Menschen gegen die Einsamkeit. Das Handy. Die Verbindung zur Außenwelt. In Gesellschaft ist er nie, nur durch das Handy mit ihr verbunden. Denn überall fühlt er sich einsam. Und überall hat er das Handy dagegen. Eine Wahnsinnsphilosophie. Er kommt durchs Leben immer knapp an der Depression, ohne jemanden kennenlernen zu müssen. 7.33 Uhr. Sein Frühstück ist nicht Müsli mit Milch, sondern Müsli mit Sojamilch. Der Mensch ist nämlich das einzige Säugetier, das nach dem Stillen noch Milch trinkt. Ja, das hat er gelesen in einem grünen Heft. Er verlängert sein Leben ohne jede Rechtfertigung dafür, denn er existiert gar nicht. Er nimmt morgens seine Portion Rechtfertigung für sein abscheulich lebloses Sterben zu sich, um seine Passivität gegenüber dem Leben zu erklären. 7.49 Uhr. Auf zur Arbeit. Sein Kalenderspruch am summenden Kühlschrank, der nur halb so viel verbraucht, aber doppelt so viel schluckt und deswegen wieder genauso viel verbraucht, gibt ihm noch ein Häppchen auferlegte Intelligenz, um den Rest des Tages frei von Nachdenklichkeit zu sein. Warum denn immer so negativ? Auferlegte Entspannung muss sein. Noch eine Vitamin-C-Tablette oder einen Chai-Tee soll gesund sein. Ich kenne mich jetzt mit der vietnamesischen oder chinesischen, ach egal, so eine asiatische Kultur halt. Damit kenne ich mich jetzt aus. 8.04 Uhr. Der moderne Mensch geht los. Aufgesetzt, entspannt. Ja, kein Stress. Das hält bis zur Haltestelle. Die Bahn kommt angerauscht. Viele Menschen, die um Eintritt beten. Er drängelt, beginnt zu schubsen, ohne dass die anderen merken, dass es Schubsen ist. Machen ja sowieso alle. Er kommt rein, aber alles voll. Er muss stehen. Die Laune verschlechtert sich. Kopfhörer auf. Ah, so geht's. Ich bin ein Musikmensch. Das sagen irgendwie alle. 8.17 Uhr. Umsteigen. Tausende Menschen. Die Bahn steht schon da. Habe eigentlich Zeit für die nächste, aber das ist gar nicht in meinem Kopf. In der Bahn schneller, schneller ein Sitzplatz, draufstürmen. Jetzt kann er Zeitung lesen. Kurze, prägnante Informationen, um das Gefühl zu haben, sich mit der Gesellschaft zu beschäftigen. Während Tausende um ihn herumstehen, mit denen er sprechen könnte. Aber er ist ja ein Musikmensch. Raus aus der Bahn, Gedränge. Man muss aufpassen, sonst landet man auf den Gleisen. Die Menschen achten nicht aufeinander, sie sind nicht vereint im Ziel. Sie haben nur den gleichen Weg zur Arbeit. 8.27 Uhr. Auf der Straße. Kopfschüttelnde Menschen, die gerade zum ersten Mal miteinander reden und nur deswegen miteinander reden, weil der Bus zu spät kommt. Dann kommt der Bus. Hätte jemand einen Busführerschein, dann wäre der eingesetzte Busfahrer jetzt tot. Aber zur Arbeit will man schon gefahren werden, ist ja schon genug Stress. Auf jeden Fall ist dieser Bus jetzt vereint. Alle hassen sich, aber diese scheiß Verkehrsbetriebe haben uns eine 5-Minuten-Vision gegeben. Vielleicht springt sogar ein zweites Thema dabei heraus, das Wetter. Aber das hängt schwer davon ab, wie groß der Hass ist. 8.45 Uhr. Bei der Arbeit angekommen, kramt der moderne Mensch nach seiner Allzweckmaske. Die künstliche Farbe ist schon etwas angekratzt, aber sie glänzt noch von der 14-Tage-Auffrischung am Mittelmeer. Er setzt die Maske auf, schlagartig ziehen sich seine Mundwinkel nach oben. Er begrüßt die Menschen mit einem Mordslächeln und schreit Hallo, als hätte er die Kopfhörer immer noch auf und würde nicht bemerken, wie laut er ist. Er setzt sich an seinen Computer, packt seinen Diätjoghurt aus und bietet das KollegIn Gummibärchen aus Tofu an. Bis zum Mittagessen gibt es nichts Erwähnenswertes. 13.38 Uhr. Der Chef kommt zu ihm, wer weiß das schon. Sie sehen ganz schön müde aus. Wenn Sie von der Fortbildung über Coaching, Teammanagement zurück sind, empfehle ich Ihnen mal, den Jakobsweg zu laufen. 3-4 Wochen, das reicht schon. Und schon sieht Ihre Maske ganz anders aus. Dieser eine moderne Mensch, über den hier all das geschrieben steht, ist austauschbar. Aber an dem Beschriebenen scheint ein Knacks unter der Brust und in der einen Gehirnhälfte sichtbar zu sein. Höchste Zeit, dass er einen kurzen individualistischen Ausstieg macht. Bald meine Portion Selbstfindung ohne andere. Freiheit für mich konsumieren. Seine Maske wird ihm das danken. Denn auch die ist sterblich und kann sich einer Depression nur mit starken Individuationszwängen erwehren. Immer noch nichts Erwähnenswertes produziert. Endlich ist die Arbeit vorbei. Obwohl es ist ein entspanntes Schlendern aus dem Büro. Man war eigentlich ganz gerne da, macht ja Spaß und es ist eigentlich ganz chillig. Zum Glück hat der Stand-by-Mensch keine Kinder, sonst würde er oft gehen. Denn jetzt geht der Tag erst richtig los. Bevor der moderne Mensch zum Selbstverbesserungs-Masturbationskurs ins Fitnessstudio geht, wo er alleine unter vielen seine Muskeln schrafft, ist er mit 3 Freunden verabredet.
Es ist mittlerweile 16 Uhr und der moderne Mensch beginnt zu grübeln. Wie soll er all das teamen? Erstmal in Szene Café 1 mit Person B treffen. Es heißt wirklich alles so. Steht nur draußen was anderes dran. 16.03 Uhr. Mit welcher Bahn muss ich fahren? Kurz kommt ein Gedanke. Ich frage jemanden, aber sofort vibriert das iPhone beleidigt. Und so fragt der moderne Mensch seine für 500 Euro gekaufte Freiheit. 16.14 Uhr. Meeting Nummer 1. Ich habe leider nur 46 Minuten Zeit, dann muss ich weiter mit dem Sog. Aber vielleicht können wir auch gegen den Strom schwimmen mit deinem Citroën und du setzt mich in Straße 1968 ab. Aber natürlich, dafür sind Roboter doch da, nicht? Schön, wie freundlich die Maschinen heutzutage doch sind. Alle so hilfsbereit, denkt er. Weiterer Verlauf des Gespräches ist wirklich egal. Weder A noch B interessiert es. Sie reden nicht einmal über große weltpolitische Themen, obwohl sich heute Morgen noch so angestrengt darüber informiert haben. Da stand, wir brauchen Ausländer, die Leistung bringen wollen. Aber nicht einmal darüber will er diskutieren. Der moderne Mensch ist nicht einmal mehr rassistisch, er ist gleichgültig. Und so plätschert diese Unterhaltung ohne Pro und Contra dahin. Ein haltloses Treffen. Und wahrscheinlich werden A und B zu der Konsequenz kommen, dass man von nun an auch skypen kann. Zu Hause ist es eben doch am schönsten. Und es macht doch mehr Spaß, sich zu treffen, wenn der andere nicht dabei ist. 17.04 Uhr. Gegen den Strom treibend begibt sich der moderne Mensch nun zu Meeting Nummer 2 mit Person C. Diese Person hat er bei Elite-Partner kennengelernt. Hallo Elite-Partner, der Sicherheitscheck beginnt. Hallo Elite-Partner, du heißt A, oder? Ja, du warst C, oder? Ja, beim Web heiße ich Z. Play, lachen, stopp, dunkel. Du bist so ein chilliger, entspannter, aber erfolgreicher Typ, oder? Stopp, zurückspulen, das wird natürlich nicht gesagt. Das würde heißen, sich selbst die Lüge auf dem Silbertablett zu servieren. Nochmal Play, langsam abspulen. Wo wohnst du? Im XZ-Kiez. Cafés auf den Straßen, Bioläden, stopp, auch das wird nicht gesagt. Man kann schön Fahrrad fahren, es gibt einen Fluss, wo man schön liegen und lesen kann. Stopp, Übersetzung. Ich wohne in einem urbanen Kiez. Überall Bioläden, man kann ab und an das Auto stehen lassen und etwas mit dem Fahrrad für die Umwelt tun. Wenn man zu irgendeinem irrsinnigen Schwachsinn fährt, sodass man überhaupt nichts für die Umwelt tut, nur weil man zu einem künstlich angelegten Kanal fährt und dann sein Privatleben Hermann Hesse für sich selbst konsumiert. Oh, schön, ich liebe den XZ-Kiez, es ist so ruhig und doch mitten in der Stadt. Dümmliches Anlächeln, wer passt zu mir, er, sie, es passt zu mir, lass uns eine Konsumgemeinschaft bilden. Wir sind individuell perfekt aufeinander zugeschnitten. Wir wurden angefertigt als zwei Puzzleteile, die sich zusammenfügen im gemeinsamen, einsamen Trott. Aber lass uns noch nicht zu viel preisgeben. Lass uns nie zu viel preisgeben. Ich mache mich jetzt rar, ohne rot zu werden, denn du interessierst mich nicht. Du bist nur das Puzzleteil, was mir noch gefehlt hat. Damit habe ich jetzt mein perfektes Leben zusammengesammelt. Vorspulen. Der Rest ist Schweigen. Wie der andere Rest davor, wo nur noch Buchstaben an die Menschlichkeit erinnern. Wir schreiben, ja? Like. Gefällt mir. Ja, ohne Ausrufezeichen, mehr ausdruckslos, aber mit entschiedenen Ich-will-alles-Unterton. Kann ich dich noch irgendwo hinbringen? Als wüsste C, dass A noch wegabweisende Meetings hat. Vollgestopfte Tage überdecken die Einsamkeit. Gerne, aber wir nehmen keine Umwege. Wohin? Der moderne Mensch will Meeting Nummer 3 absagen, kämpft mit seinem schlechten Gewissen, bittet sein iPhone der Überforderung wegen um Rettung. Das iPhone, Freund und Helfer, schaltet von ganz alleine und schickt durch die dicke Luft eine effiziente Nachricht, die jede Schuld abweisen muss. So sei es. Der Gegenüber, nein, der weit, weit Entfernte namens D, bestätigt sein ebenso großes Desinteresse, ohne es auszusprechen. Beide können mit dieser Lüge leben. Bringst du mich zur Straße 1989? Zu meinem Fitnessstudio? Klick. Play im Gehirn von C. Person A arbeitet an sich, sie passt zu mir. Irgendwann trainieren wir zusammen mit I Love Chocolate T-Shirts. Lass uns losdüsen. 18.48 Uhr. Was für ein langes Treffen das war. Jetzt aber schnell, sonst verpasse ich noch meine Lieblingssendung. Eigene Schwächen an anderen erkennen und verurteilen. 19 Uhr. Gemeinsam mit anderen Sklaven der Lifestyle-Obsession zieht der moderne Mensch sich um, bevor es rausgeht in die Gladiatorenhöhle. Neidische Blicke geben den letzten Motivationskick. Dann geht es raus. Die Musik dröhnt, die Tür öffnet sich, wie ein Held trete ich ein. Aber keiner schaut erstaunt. Keiner hat diese Gänsehaut. Die Musik ist nur auf meinem Ohr. Die Sklaven hier hören alle von einer anderen Welt. Und ihre Augen verfolgen Extremsportler und Abenteurer auf den flackernden Bildschirmen, die glauben machen, vielleicht in diesem Leben doch noch etwas zu erleben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Knacks. Wieder ein Schritt näher an der Depression.
Wieder bröckelt das Denkmal des perfekten Lebens ein bisschen mehr, das doch immer einen Meter vor meiner iPhone-Kamera tanzt. Ran an den Speck. Gehen, laufen, rennen. Die drei Phasen des Laufbahnes zeigen schon jetzt die Hetzerei von morgen. Ich renne mit anderen ins Nichts. Wir kommen nicht vorwärts, wir treten nicht, wir rennen auf der Stelle. Was tun? Ab auf die Streckbank. Die neueste Foltermethode von Sklaven, die nicht gesund und fit genug sind für den täglichen Kampf. Das Schönste daran ist, man darf sich selbst foltern. 20.27 Uhr. Ich dusche lieber zu Hause. Ist mir irgendwie unangenehm, so intim, so wenig privat hier. Also schnell jetzt. Denn 21.15 Uhr muss ich gemütlich auf der Couch vor der dritten Welt liegen. 20.36 Uhr. Wenn jemand mir mit einem Pause-Hand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar, ruft ein armer Mann ganz leise durch die Bahn. Er weiß, es hört ihn keiner. Die Masse stöhnt und schaut mitleidig auf seinen vierbeinigen Begleiter, der bestimmt sehr leidet. Weil der Bürger am Tage im großen Stil schmarotzt, indem er sein unnützes Produkt oder das seiner Firma den Leuten durch Ich-will-alles-Werbung aufzwingt, ärgert er sich am Ende des Tages über die kleinen Schmarotzer in den U-Bahnen, die um wenig Kupfer beten. 21.13 Uhr. 5 vor 12, kurz vor Toreschluss. Zuerst die Serie, hässliche Menschen finden trotzdem einen Menschen, der sie liebt, und auf dem Weg dorthin blamieren sie sich für und spiegeln das Volk. Schöner gesagt heißt es, Liebe ist alles. Danach kommt 3,4 Minuten das Weltgeschehen, welches anscheinend daraus besteht, dass Alpha- und Beta-Sklaven in der Gladiatorenhöhle den Sündenbock oder den Clown für die Sklaven auf den Rängen spielen. Wer hat eigentlich angefangen, damit Sklave zu sein und warum sind alle Sklaven? Wer ist denn dann der Herr? Die Marketingabteilung der Firmen, die ihre eigenen Buckel vor dem System rechtfertigt? Wer weiß das schon? Politik ist viel zu kompliziert. Die Banker werden es schon einfach erklären. Mittlerweile ist es 22.21 Uhr und der moderne Mensch ist während der Comedy-Unterdrückung eingeschlafen. Er lächelt noch, während er da schlummert. Aber langsam, ganz langsam rutscht die Maske von seinem Gesicht. Danke.